Allegiance von Chris Beat. Und wir machen weiter mit zwei Stücken von mir. Das nächste heißt Odd Dance. Da stelle ich mir immer so Menschen vor, die irgendwie tanzen und voll eigentlich drin sind im Groove, aber irgendwas ist immer ein bisschen seltsam und passt nicht so ganz. Oder die wissen selber nicht so genau, was sie da machen, auf jeden Fall. Und danach spielen wir noch eine Ballade. Genau, erstmal viel Spaß weiterhin. Thank you.
Zeit hier. Ich war 3 Jahre am JIP und wollte mich als allererstes mal bei allen Studenten bedanken, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich zusammen spielen durfte. Da habe ich wahrscheinlich echt am meisten gelernt. Das sind echt super Leute hier am Start. Ich möchte meinen Lehrern danken. John, I would like to thank you for 3 years of intense teaching from your side. I learned a lot, and I guess you kicked my ass a bit, but that was good. Thanks, Greg. I had lessons with him for 1 semester, and still remember playing with 1 hand, and he would throw like random things on me, like I don't know, chocolates and oranges and that kind of stuff. That was fun. Definitely gonna use it. Danke an alle anderen, mit denen ich Unterricht hatte. Danke an Marc Mühlbauer, der mir nie böse war, wenn ich nicht Bass geübt habe und vorbereitet gekommen bin. Danke dafür. Ich wollte mich bei meiner Familie bedanken, die heute alle extra aus München gekommen sind. Meine Eltern und meine 3 Brüder. Danke. Und natürlich meinen 4 Herren hier. Ihr habt mich super unterstützt und alles sofort irgendwie umgesetzt, wie ich das wollte, auch wenn es noch so komisch war oder nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich wenn ihr Lust habt. Naja, auf jeden Fall, Johannes von Ballestem am Klavier. Max von Mosch am Tenorsaxophon. Mr. Arne Braun. Und Paul Sandner am Bass. Für 3 Jahre lang super Sound. Wir spielen jetzt noch ein Stück und dann gibt es draußen ein bisschen Sekt und Bier. Ich kann leider nicht mit großem Buffet dienen, aber wer danach noch Lust hat, wir gehen dann wahrscheinlich noch zum Griechen. Also vielen Dank.